Hallo, meine lieben Taschenmonster. Ja, ich habe jetzt die Aufnahme verkackt, aber das ist nicht schlimm, das bleibt jetzt einfach mal drinne. Hier ist wieder euer Mr. Nerd, der nerdige YouTuber von Inside Gaming. Neben mir sitzt The Great Kurito von Kurito's Diary. Und eigentlich war die Special-Folge von Pixelmon auf 2 Folgen begrenzt, aber mein Freund Kurito, also Freund no homo, ne, hatte natürlich den Einfall, jetzt machen wir es mit Facecam, dass ihr unsere beide Pratzen mal ertragen müsst. Und ja, jetzt lege ich mal los. Also, Kurito, du hast dir natürlich 2, 3 Themen nochmal ausgedacht. Ganz ich hoffe, ehrlich, es waren 2, 3 Themen. Ich habe die Themen schon wieder vergessen. Supertraining. Genau, danke. Danke für die Gedächtnisstütze. Ja, super, auf jeden Fall. Zu eurer Information, wir haben einen lustigen Abend, mehr sage ich dazu nicht. So könnt ihr euch natürlich denken, was los ist. Whisky Cola, und das ist nicht der erste. Aber ja. Hey, Alkohol macht locker. Und außerdem spielt man dabei besser, ist mir jedenfalls aufgefallen. Ja gut, ich weiß nicht, was ein Klötzchenhacken besser sein kann als nüchtern. Ob du jetzt besoffen oder nüchtern da Klötzchen. Dankeschön. Hast. Jetzt wollte ich mich mal ein bisschen profilieren. Dir gegenüber wollte ich mich ein bisschen mental aufbauen, aber du willst natürlich nicht. Naja, normal. Wer alles gedacht hat, nur in Hamburg gibt es das Gerät in der Dönerbude, hier sitzt es. Okay, alles klar. Okay, zum okay. Supertraining. Wollen wir zum Supertraining gehen? Und zwar eine Sache, die erst vor kurzem angekündigt worden ist. Ich glaube, es war kurz nach der E3, da wurde es angekündigt. Und im Supertraining geht es einfach darum, dass es für die Leute einfacher gemacht werden soll, die DVs sowie die EV-Werte ihrer Pokémon zu kontrollieren. DV, EV, bitte erklär's uns. Falls es euch jetzt ein bisschen laggy hier vorkommt, es liegt wahrscheinlich daran, dass ich gerade mit Facecam halt aufnehme. Lasst euch davon nicht stören. Kurito, du bist dran. Alles klar. Ja, kurz zur Einführung. Ich gebe mal einen Crashkurs. Ich versuche es so schnell wie möglich zu erklären. Und zwar, die DV-Werte sind nicht sichtbare Werte, die schon von der Anführungszeichen Geburt an des Pokémons bestimmt sind. Diese Werte können bestimmen im Prinzip später die Stärke und so weiter der Pokémon noch extra. Und zwar ist es so, dass die DVs bis zu 31 Punkte auf jedem Wert sein könnten. Es muss nicht sein, es könnte. Natürlich das Ziel eines Trainers, eines Spielers, der wirklich das Beste aus seinem Pokémon rausholen will, ist es definitiv, alle DVs auf 31 zu kriegen. Das ist unmöglich oder fast unmöglich. Aber außer man benutzt wieder dieses blöde RNG-Zeugs, was ich sehr persönlich für schieben halte. RNG, also... Ja, ich sehe schon, das wird jetzt eine Folge, wo ich ein bisschen tiefer schon in die Physik der Pokémon eingehe. Ja, darum bin ich froh, dass du da bist. ihr könnt jetzt dementsprechend mein rätselhaftes oder fragendes Gesicht sehen. Okay. Bildet euch einfach ein Fragezeichen über meinen Kopf, während er redet. Mhm. Okay, RNG. RNG ist eine Methode, mit der man sich Pokémon im Prinzip mit den Werten und den Wesen fangen kann, die man gerne möchte. Dafür muss man die Secret-ID der Edition auslesen. Ich glaube, wenn ich das jetzt weiter erkläre, das geht viel zu sehr in der Materie. Da könnte ich alleine eine Folge darüber machen. Also sagen wir einfach mal, es ist Hacken. Es ist eine legale Version, Möglichkeit, sich perfekte Pokémon zu besorgen. Also ein legaler Hack. In Anführungszeichen. Ich persönlich sehe es trotzdem als Hacken an. Es gibt Spieler, die sagen, nö, das ist kein Hacken, weil das kann jeder machen. Und es ist auf normalen Wege zu machen. Nein, finde ich nicht, weil du musst Daten auslesen mit extra Geräten. Somit ist es Cheating für mich. Cheaten, Ende. Somit ist es auch letztendlich illegal. Weil solche Geräte... Auf irgendeine Art und Weise schon. Du musst es auslesen, um die Secret-ID zu kriegen. Die Secret-ID wird nämlich so nicht im Spiel angezeigt. Und damit ist die Sache für mich schon erledigt. Und das ganze Thematik hat sich da für mich auch erledigt in dem Punkt. Egal, gehen wir, glaube ich, zurück zu den Basics. Gehen wir zurück zu den Supertraining. Was ist da drunter zu verstehen? Ich hatte das andere noch gar nicht zu Ende geklärt. Wie schön, dass du mir zuhörst. Ja, entschuldige bitte. Ich muss mich gerade doppelt konzentrieren. Ja, kein Problem. Nee, dreifach. Ich werde gehört, ich werde gesehen und ich spiele. Ja, super. Das ist jetzt komplett Premiere bei mir. Wird aber, soweit ich weiß, nicht zur Regel, also ab und an. Na ja, gut, wenn es den Zuschauern gefällt, kannst du es. Wenn es euch gefällt, machen. Schreibt es in die Comments und ich werde mein Bestes tun. Also ich tun. Selber finde ja sowas wie Facecam, das hat was wirklich Persönliches, weil irgendwie sprichst du die Leute eben doch direkt an und das kommt der Kommunikation wirklich besser. Da hast du recht, wenn ich mal in die Kamera gucken könnte. Hallo. Ja gut, du bist am Zocken, das ist was anderes, aber der Ankündigung soll da, egal. Gehen wir zurück zur Thematik. Also die DVs hat euch ja gerade erklärt, dann gibt es noch die EV-Werte.
Die waren bisher in den älteren Editionen nicht einfach einsichtbar. Licht. Du musstest, oh, Licht, geil. Ich glaube, die Sonne scheint sogar. Ja, es ist doch. Man musste wirklich mitzählen und mitrechnen. Sprich, man hat ein Blatt Papier gehabt, man hat einen Stift gehabt und hat jeden einzelnen EV, den man trainiert hat, das ist nämlich ein Wert, den man trainieren kann, hat man mit aufgeschrieben. Zur genauen Erklärung der EVs, ist das ein Pokémon Center? Das ist ein Pokémon Center. Ah, cool. Da kannst du dir dann mal hinführen. Ich erkläre mal kurz weiter. Zur EV-Erklärung noch weiter. EVs sind Punkte, die man auf diese Grundstats verteilen kann, auf die 6 Grundstats, also Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung, Initiative, KP und so weiter und so fort. Und von diesen Punkten könnt ihr insgesamt, lasst mich jetzt nicht lügen, ich glaube, es waren 525 Punkte. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, die ihr verteilen könnt. Im Normalfall wird es so verteilt, 255 Punkte auf den einen, 255 Punkte auf den anderen und die restlichen Punkte werden nochmal von extra Stats verballert. Und ey, das Pokémon sieht geil aus, kannst du es abbauen? Ich kann es abbauen, aber wenn ich die Poké-Heilgeräte abbaue, die droppen sich nicht. Die so, werden zerstört, okay. Ebenfalls wie... Sieht aber sehr schön aus. Du hast eine Pokémon-Center-Vorlage für deine Städte. Ja, das auf jeden Fall. Also das werde ich ein bisschen... Also ich werde es nicht 1:1 nachbauen. Ich will die Entwickler tauschen? Nicht irgendwie... Ja. Cool. Zum Beispiel, wenn du für Minecraft begeistert du wirst wärst... Nichts gegen jetzt euch Minecraft-Fans, aber mich wird über Minecraft nicht sehen. Das ist nicht meine Welt. Ja, also sonst hätte ich gesagt, wir könnten auch mal ein LPT machen. Ein Let's Play Together. Wo wir uns eine eigene Welt bauen und... Nicht also ich würde wahrscheinlich dahin ausarten, da ich mich doch leicht dazu verführen lasse. Ich würde wahrscheinlich direkt den Creators Mode anmachen und würde wahrscheinlich direkt dann mit Mewtwo starten oder so. So einfach ist das nicht. Ja. Denn die spawnen überall anders. Fangen die das Evoli? Ich habe keine Pokebälle. Aber wir haben hier ein Pokémon Center und ich werde mich da jetzt einfach mal reinbegeben. Gut, bau du mal deinen Pokéballe, fang das Evoli, Nachtara und Tiana sind im Spiel drin. Mach dir Nachtara, Nachtara ist geil. Ja. Aber gut, wir wollen da noch was zu dem Supertraining so weiter erzählen, bevor ich weiß, zu weit abschweifen. Entschuldige, ob Nachtara drin ist, weiß ich nicht. Da ich weiß ich es, es ist drin. Es ist drin? Es ist drin. Es ist drin. Deswegen mach es dir. Auch an euch, Nachtara, einer der geilsten Staller überhaupt. Was Staller wiederum bedeutet, erfahrt ihr ein anderes Mal. Habt ihr gehört, ich soll es mir machen, also bitte schaut weg. Oh. Wie würde Picard machen? Facepalm! Ja, nee, ich gehe auch kurz zurück zur Thematik, sonst schweife ich zu weit ab. Aber ich glaube, wir machen gleich noch ein Spezial, weil das gefällt mir gerade echt gut hier mit dir. So mit der Facecam? Ja, wenn es mein Festplattenspeicher zulässt, lässt es auf jeden Fall zu. Die Dateien werden nicht groß sein, das sage ich dir jetzt das schon. Das machen wir auf jeden Fall. Noch haben wir Spaß. Naja, was heißt hier noch? Wir haben immer noch Spaß. Wir zwei... Ein bisschen was zu trinken? Ja, wir haben Spaß. Whisky Cola, ne? Merkt es euch. Gutes Getränk. Gut, ich brauche schon ein paar mehr davon, bis ich wirklich anfange zu leihen. Egal. Realleben, dein Alkoholgenuss bitte außen vor lassen. Falsch, es geht ja. Zurück zum okay, zurück eigentlichen zum Thema. Und zwar, das Supertraining ist jetzt eine neue Methode, die mit X und Y eingeführt wird, wo ihr dann die Möglichkeit habt, eben dieses Training zu überwachen. Ihr bekommt also Statistiken und Daten geliefert. Sprich, ihr braucht nicht mehr ewiges Papierkritzeln oder sonstiges, weil mit den richtigen Items braucht man eh, glaube ich, was waren das, 16 Pokémon, dann hat man seinen EV-Wert so hoch, wie man haben wollte. Das ist aber alles spezielle Theorie, auf die ich später mal eingehe, das werdet ihr dann bei Mr. Nerd erleben noch, das ist eine andere Planung, die wir haben. Es ist eine noch in Rohbau. Es ist im Rohbau, auf jeden Fall. Aber es wird auf jeden Fall kommen, ihr könnt euch freuen. Auf jeden Fall, ja. Wieder eine, ja... Korroboration interessante zwischen Kurito und mir. Ja, wie ihr beide ja auch, wie wir beide ja gerade zeigen, wir kennen uns real. Wir kommen ziemlich schon gut lang, miteinander klar. Lang genug. Er kennt Seiten an mir, die wollt ihr nicht kennen, aber durch ihn bin ich auch zu YouTube gekommen. Ihm habt ihr euren Mr. Nerd zu bedanken, verdanken. Ende. Ich möchte gerne weitermachen im Thema. Und jetzt gebe ich das Wort wieder weiter, während mein Eisen hier... Also, wir haben jetzt schon gut 8 Minuten, also... Ich bin ruhig und da schmilzt Eisen. Gerne, bitte rede weiter. Gut, ich möchte mich gerne in die Thematik noch weitermachen. Und zwar, das Supertraining, wie ich gerade sagte, gibt euch die Möglichkeit, visuell zu sehen, wie weit ihr im Training seid mit den EV-Werten. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es auch noch ein Basistraining, was für mich Verständnis heißt, ihr könnt eure Basiswerte, also die DVs, trainieren. Was ich persönlich ziemlich geil finde, weil das macht dieses überflüssige Züchten echt weg. Ich kann euch mal kurz ein Beispiel nennen aus Schwarz 2.
Ich habe über eine Woche gebraucht, um ein Sichtloch zu kriegen mit den DV-Werten, die ich haben wollte beim Züchten. Also der legale, komplett legale Weg. Also und mit Pokémon-Eiern und mit Pokémon-Eiern ideale Elternpaare auswählen mit möglichst hohen DV-Werten, um dann noch höhere DV-Werte rauszukriegen. Die wiederum weitergepaart mit neuen hohen DV-Werten und immer die besten rausgesucht und weitergepaart. Es ist übelst anstrengend. Dann die richtige Fähigkeit dazu. In dem Fall ist es Techniker, die ich für mein Sichtloch haben wollte. Und dann kommt noch dazu das Wesen. Und da wurde ich von dem Spiel echt verarscht. Eine Woche züchten, jeden Abend 2 bis 3 Stunden, wie blöde mit dem Fahrrad hin und her fahren. Und ich habe kein Sichtler bekommen mit dem Wesen Hart. Zur Erklärung, Wesen Hart plus Angriff minus Spezialangriff. Sprich, ich kann den normalen Angriff nochmal extra pushen und er kommt über den normalen Normenwert raus. Okay, ich habe jetzt ein Problem. Ich weiß nicht, wie man einen Amboss baut. Hast du nicht schon ein paar Ambosse gebaut? Ich hatte ihn schon gebaut. War das nicht unten, hoch und einer in der Mitte? Nee, die meine ich. Die rumweg. Sondern rechts lang. Rechts runter. Rechts. Also rechts auf 2. Oben rechts, unten rechts. Das ist links. Hä? Ja, hallo? Was? Ich muss gerade... Warte. Da einen hin. Hier. Da einen hin. Ja. Und da einen hin. Nein, das wäre die Formel für eine Stufe. Scheiße, wie baut man denn jetzt einen Amboss? Okay, ich würde sagen, die Folge beenden wir jetzt einfach hier. Wir gucken gleich nochmal Wiki extra für dich nach. Der Alkohol macht dich schon vergesslich. Fail! Ja. Möchte noch kurz zum Abschluss kommen eben. Gerne. Also, super Training, auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit für euch, eure Pokémon effektiv, vernünftig zu trainieren. Und bitte tut mir den Gefallen, fangt nicht mit diesem beschissenen RNG-Zeugs an. Wie gesagt, ich persönlich, es ist ein legaler Weg, es ist erlaubt, weil keine Module, Sheet-Module sonstiges benutzt werden. Es wird nur ein Kartenlesegerät benutzt, um die Secret-ID auszulesen. Für mich persönlich ist es trotzdem Cheaten. Von daher, lasst es. Es ist zwar mühselig, der andere Weg, aber dann könnt ihr immer noch sagen, so, ich habe mir das Ding selber herangezogen. Und wenn ihr dann mal jemanden habt, der an euer Pokémon interessiert ist, könnt ihr auch dementsprechend die Preise verlangen. Es gibt ja Leute, die ominöse Preise verlangen für ihre RNG-Pokémon, wo ich dann an den Kopf fasse und denke, so, Alter, klar, es kostet viel Zeit, aber es bringt nichts. Also, seid ehrlich, trainiert sie einfach ganz normal und dann wird das auch was. Und da ist gerade ein Vulpix reingerannt. Ich weiß, ich hab's gesehen. Ja, also, hört. Der Herr Corito hat wirklich mehr Ahnung als euer Mr. Nerd. Ich habe zwar auch ein bisschen Ahnung, aber er übertrifft mich um Meilen. Wir geben deinen Zuschauern mal einen kleinen Sneak Peek. Also, es wird in Zukunft soweit kommen, dass Videos von mir bei ihm auf dem Kanal landen werden. In welcher Form und welcher Art, werden wir noch gucken. Aber es ist so eine Sache, die ich für ihn gerne machen würde und die einfach bei ihm auf den Kanal besser passt als bei mir. Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich die ganze Zeit Ego-Shooter auf dem Kanal habe. Auf einmal ist der Pokémon, das passt einfach nicht. Da passt seine Thematik besser, daher habe ich gesagt, du kriegst meine Videos. Was genau da kommen wird, das werdet ihr dann erleben. Also rechne mal so mit Mitte, Ende Oktober, dann wird es vor Pokémon so prasseln. Ja, also zieht eure Bäuche Männer, ein. Bäuche ein und die Bauarbeiterhelme auf, falls es die Pokémon wirklich regnen wird. Scheiß Scherz. Der war flach. Der war richtig flach. Der war so flach. Zur Verabschiedung sag ich nur noch, bleibt nerdig und bitte gebt nicht auch auf den Weg zum großen Pokémon-Meister. Corito, deine letzten Worte. Pokémon-Meister, ich bin schon einer. Ja, von mir gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer ich bin Corito von Coritos Diary und schmort nicht zu lange im Ofen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.